Ich heiße Romana Weinberger und ich war Kindergärtnerin, also 6 Jahre lang, und jetzt bin ich Studentin für Ergotherapie. Und ich habe mir halt kurz einmal überlegt, was die Karte so für mich bedeuten kann. Und da bin ich drauf gekommen, dass man es sowohl im Kindergarten als auch in der Therapie verwenden kann. Also schon alleine für die Wahrnehmung, also was jetzt den Tastsinn betrifft oder sensorische Wahrnehmung einfach im Allgemeinen, als Massagemittel, so haben wir da. Und dann aber auch genauso als so Gestaltungstechnik, also wenn ich jetzt sage, ich mal was mit den Kindern oder genauso mit Klienten, da kann ich mir halt vorstellen, dass man vielleicht einmal die Karte so in Farbe eintunkt und dann mal so wild drauf los oder keine Ahnung. Da werden sicher voll viele verschiedene Techniken sein, die man da machen kann. Wo man halt einfach kreativ sein muss. Und ich glaube auch, wenn man noch voll viel nachdenkt, dann kommt man sicher noch voll viele Sachen, was man damit anstellen kann.